Es ist nicht schwach. Ich kann doch nicht sagen, hier, dass ich nach Tomorrowland. Wir waren in Tomorrowland. You know my name, and you'll see I'm not the shy boy I used to be. Welches war dein Lieblingsfach in der Schule? Sport. Wer ist für dich der beste Fußballer aller Zeiten? Das Messi. Wie heißt du mit Zweitnamen? Silvester. Was machst du als erstes, wenn du nach einem Spiel in die Kabine kommst? Wenn wir gewonnen haben, jubeln. Wenn wir verloren haben, schimpfen. Nein. Puh, wenn ich in die Kabine komme, ja, ich rede immer mit den Spielern. Also dann sammeln wir die Spieler und dann sage ich ganz kurz etwas. Und dann können die nachher nach die Presse gehen. Auf welchem Konzert warst du zuletzt? Wir waren zusammen in Tomorrowland. Wie oft bist du in 2019 geblitzt worden? Das darf ich wirklich nicht sagen, das war so oft. Wenn er das auch gut hat, ich weiß es selber nicht. Viel. Unter welchem Trainer hast du dein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben? Bei mir war das Rinus Michels, früher Trainer von Bayern 04. Und auch da war ich zusammen mit Hendrik. Hendrik haben früher gemacht. Der hat das, nicht gucken du, er kann Lip lesen. Nee, das war mit Rinus Michels. Ja. Welche Sprache würdest du gerne noch beherrschen? Spanisch. Das ist eine Sprache, die ich gerne noch. Ich habe schon einige Sprachen. Mit Holländisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch. Wenn dann noch Spanisch dazu kommt, dann das wird super sein. Spanisch. Und aus welchem Grund bist du damals im Viertelfinal-Rückspiel bei Real Zaragoza in der 85. Minute vom Platz geflogen? Für welchen Grund? Ja. Das war, weil ein brasilianischer Spieler, wir haben damals zu Hause 1-0 gewonnen, auswärts war das 2-0. Rückstand, wir müssen noch ein Tor machen, um weiterzugehen. Und dann hat dieser brasilianische Spieler den Ball genommen und ganz langsam nach hinten gelaufen. Und dann habe ich den Ball zurückgeholt mit meinen Füßen. Der Schiedsrichter hat gesagt, das ist nicht erlaubt. Rot. Okay, gut. Ich glaube, er weiß alles, nur der Letzte nicht. Ja, und Blitzer nicht. Das weiß ich selber nicht. Hey, das ist ein Lava, Junge, das ist nicht normal, Mann. Hey, das. Nee, ist okay. Nee, wirklich. Na, jetzt ist gar nichts. Oh. Also die Fragen, wir suchen jetzt nach Antworten. Die erste Frage ist, welches war sein Lieblingsfach in der Schule? Rechnen. Wer ist für ihn der beste Fußballer aller Zeiten? Johan Cruyff. Wie heißt er mit Zweitnamen? Silvester. Was macht Peter als erstes, wenn er nach einem Spiel in die Kabine kommt? Normalerweise will er erst alle Spieler reinhaben, dann versucht er ein bisschen bis zum Ruhe zu kommen und dann wird er was der Spieler erzählen und dann können alle wieder rausgehen. Auf welchem Konzert war er zuletzt? Ich denke, aber jetzt mache ich einen Gamble, das ist Bruno Martin. Nee, Mann. War das? Das letzte war wir zusammen. Und das meinst du? Das war in Tomorrowland? Ja. Ah, okay, klar. Das war Tomorrowland. Ja, das weiß ich. Aber ich dachte, dass er nur hier gewesen war. Das. Aber es ist gemeinsam. Okay. Das war Tomorrowland. Wie oft ist der Peter geblitzt worden in diesem Jahr? Ja. Warum lachst du? Weil dieses Jahr. Ein oder zweimal? War zweimal.
Unter welchem Trainer hat er sein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben? Mit welchem Trainer hat er sein Debüt? Das wäre, denke ich, war das Michels? Sehr gut, Henrik. Welche Sprache würde er gerne noch lernen? Spanisch. Und aus welchem Grund ist er damals 1995 im Viertelfinalrückspiel gegen Real Zaragoza in Zaragoza in der 85. Minute vom Platz geflogen? Eine rote Karte. Ah. Ja, welche rote Karte war das? Es sind verschiedene. Ja, du hast zu viele gehabt, das weiß ich. Nein, das ist nicht so. Das kann ich mir nicht mehr erinnern. Zu lange her. Dann gib mal einen Tipp ab, was es vielleicht sein könnte. Ja, das wäre vielleicht eine oder eine Ellbogen oder ein Tackle, die auf die Beine war. Das sind doch die meisten Sechse normalerweise machen. Früher. Weil jetzt heutzutage kann man nicht viel mehr machen, weil alles kommt auf Kamera und dann bekommt man direkt so eine rote Karte. Aber früher konnte man noch was machen, ohne dass ein Schiri was gesehen hat. Okay, also wegen einem Foul? Wegen einem richtigen Foul, kann man sagen. Und die richtige Antwort? Nee, das war nicht die richtige Antwort. Aber das war auch schwierig, habe ich gesagt vorher. Das war schwierig. Nee, ich habe einen Ball genommen vom Spieler, der mit dem Ball weggelaufen ist. Und dann habe ich den Ball zurückgeholt. Ja. Sehr gut, das war die erste Runde. Und jetzt muss ich? Jetzt genau, jetzt darfst du die Kopfhörer aufziehen. Aber war ich ein bisschen in die gute Richtung? Oder war gut. Es war sehr viel richtig. Also das Schulfach stimmte nicht. Nee, ich habe Sport auf die Schule und du hast Rechnen gesagt. Ja, aber du bist immer, aber normalerweise, ihr macht alles recht. Mit Numus. Er hat recht. Du kannst nicht etwas haben, wo Numus weiß, das macht er das. Immer. Er hat recht. Aber okay. Das Konzert. Aber da war, ich dachte, dass das nur für ihn und Jolien war. Nicht zusammen. Da musst du sagen, wo bist du am letzten gewesen? Zusammen zu einem Konzert. Das war schwach. Es ist nicht schwach. Ich kann doch nicht sagen, das ist nach Tomorrowland. Wir waren in Tomorrowland. Das ist Musik, ne? Okay, jetzt darfst du die Fragen beantworten. Was ist deine Lieblingspizza? Tonno. Wie oft gehst du zum Friseur? Nicht so viel, weil normalerweise. Der Friseur ist doch ein Haarschnitten. Normalerweise, wenn ich in Holland bin, dann gehe ich mal nach einem Türke und da gehe ich dann. Das wird 2-3 Mal im Jahr sein. Wer von euch beiden hat im Jahr 2019 mehr Jägermeister getrunken? Da muss später gewesen sein. Welche Farbe hatte dein erstes Auto? Mein erstes Auto? Da muss ich nachdenken. Ja, das ist so lange her. Mein erstes Auto. Ich würde sagen, weiß. In welcher Sportart wärst du noch gut aufgehoben? Ich denke, dass ihr würdet sagen, ein Billard oder Tischtennis. Ich denke, die beiden werdet ihr wahrscheinlich nehmen. Weil das sind beide Sporten, wo ich doch ordentlich spielen kann. Und Daten spiele ich auch ordentlich. Aber es sind mehrere, das hat ihr mehrere Chancen, um das zu sagen. Nimm dir drei. Wenn du müsstest, in welches Land würdest du auswandern? Israel. Tel Aviv. Was ist dein persönlich größter Erfolg als Spieler? 88. Europameister in Deutschland gewonnen. Will ich mal immer dabei sein. Ne? Haben wir in der Halbfinale gegen Deutschland gespielt, haben wir 2-1 gewonnen. Ich muss das ein bisschen erklären, weil die Jungs wissen das noch nicht. 88, so lange her, Dirk. Aber vorher, ich habe es gesagt, Tel Aviv, aber da gehört auch Curaçao dazu. Weil das sind zwei. Bei Tel Aviv habe ich gearbeitet da und ich muss sagen, das sind schon zwei, wo ich normalerweise das Liebste bin. Okay. Was glaubst du, welche Eigenschaft schätzt der Peter am meisten bei dir? Meine Ehrlichkeit, dass ich direkt bin. Worauf kannst du, abgesehen vom Fußball, nicht verzichten?
Warum? Nein, eine Frau hört dazu. Ich bin, was meinst du? Kannst du ein bisschen spezifischer sein? Vielleicht ein Essen, ein spezielles Essen oder ein Hobby, irgendwas in diese Richtung. Was ich nicht auch versichern kann. Genau. Ja, das ist dann meine Familie, mein Kennen. Die kann ich nicht auch versichern. Na gut. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Darfst du die Kopfhörer abziehen? Bin ich mal gespannt. Ich habe nur an die andere Seite Leute so gesehen. Also, muss auch ein bisschen ich bin gespannt. Auch ein bisschen, ja. Okay. Wenn man nur allein seriös ist, dann ist auch nichts. Welche ist die Lieblingspizza vom Henrik? Hawaii ist eine. Und hat noch eine. Aber der Lieblingspizza Hawaii. Ja, aber okay. Tono, ja. Aber Hawaii hast du auch gesagt, nicht? Nicht! Nur Tono gesagt. Tono. Du weißt, dass ich von Tonin. Ich esse das immer. Aber Hawaii auch, hast du gesagt. Du wissen. Aber ja. Okay. Macht keinen Fall. Wie oft geht er zum Friseur? Oh. Ja, das war für mich auch eine Herausforderung. Ja. Wenn wir in Israel waren, haben wir das gemacht bei ihm. Hat meine Frau ihm auf dem Balkon, stimmt, ne? Das stimmt. Ja. Weil es war sehr heiß da. Und dann mit der Tondeuse haben wir das gemacht. Und das haben wir dann... So gelassen, das war einfach. Das war damals, ich glaube, jetzt Henry wird... einmal in die 14 Tage. Ist das zu viel? Nein, so viel. Ich habe gesagt, 2-3 Mal im Jahr. Wann bin ich noch in Holland? Ich gehe nur noch nach einer Türkei und da gehe ich immer... Weiter. Wer von euch beiden hat in diesem Jahr mehr Jägermeister getrunken? Das muss Henry sein, weil ich habe noch keinen Jägermeister getrunken. Viele andere Lieblingssachen, aber Jägermeister wird Henry sein. Welche Farbe hatte sein erstes Auto? Da muss ich machen hier von mir selbst. Okay, ja, das muss weiß sein. In welcher Sportart wäre er noch sehr gut aufgehoben? Alle. Wenn er Tischtennis spielt, gewinnt er. Wenn er Darts, gewinnt er. Wenn er Billard, gewinnt er. Wenn er... Du hast schon die 3 aufgenommen. Ja? Die 3, die habe ich aufgenommen. Wenn er müsste, in welches Land würde er ausreisen? Ich habe 2 gesagt. So, ich werde wenn wir müssen, nach welchem Land wir dann ausreisen, heißt emigrieren oder? Auswandern, genau. Ja. Ja. Ich glaube, der wird gerne nach Curaçao dann gehen. Das wird ein Land sein. Und vielleicht sogar Israel, weil wir da sehr... Wir waren da nicht lange, 6 Monate, aber das hat uns sehr gut gefallen. Was ist für ihn der größte Erfolg als Spieler? Ja, das muss 88 sein, Nationalmannschaft, dass er Europameister geworden ist, das glaube ich schon. Welche Eigenschaft schätzt du an ihm am allermeisten? Loyal. Ehrlich. Loyal, ehrlich. Worauf kann er, abgesehen vom Fußball, nicht verzichten? Auf welche? Seine Enkelkinder, Familie, Freunde. Das ist das Wichtigste für ihn. Ich glaube, es war schwierig, die von mir. Ja, ich fand es auch. Ja. Ich denke, dass ich mehr Fragen gut beantwortet habe, dann Peter für mich. Vielen Dank. Ich habe schon geübt mit dem Kopftelefon. Okay, was ist der zweite Name von Henry? Hendrikus? Nee. Franciscus? Gerardus? Hendrik. Das ist mein zweiter Name. Ist mein Rufname. Im Passport. Ja. Aber du hast einen zweiten Namen. Aber der war nicht gekommen.